viel Freude und Begeisterung durch die Zeit der Vorbereitung zum Thema Jesus, unser Licht, unsere Sonne geführt habe. Ihnen allen danke ich herzlich für Ihren Einsatz, für Engagement und Mühe. Ihr alle werdet in Erstkommunion Kinder heute Mahlgemeinschaft feiern, aber vor allem und zuallererst empfangen die Kinder heute zum ersten Mal Jesus in der heiligen Kommunion und auch in die Gemeinschaft mit ihm. Diese Gemeinschaft und Freundschaft mit Jesus können wir über Kinder von jetzt an bei jeder Messe erneuern. Gemeinschaft erfahren und Jesus besser kennengelernt.
Allmächtiger, ewiger Gott, erfülle uns mit Freude und Dankbarkeit, denn unser Himmel, Vater eines Gottes, hast du den Menschen erhöht. Schenke uns das Beste der Taube, dass auch wir zu der Herrlichkeit gerufen sind, in die Christus uns vorausgegangen ist. Der Einheit des Heiligen Geistes in die Errettung der Schöne alle Ewigkeit. Amen. Zeiten und Fristen zu erfahren, der Vater in seiner Macht festgesetzt hat.
Während sie unverwandt wie nach zum Himmel vorschauten, standen plötzlich zwei Männer in weißen Gewändern bei ihnen und sagten: Ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und schaut zum Himmel empor? Dieser Jesus, der von euch ging und in den Himmel aufgenommen wurde, wird ebenso wiederkommen, wie ihr ihn habt, zum Himmel hingehen sehen. Gott ist der Welten Gottes. Alleluia, 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 alleluia. So spricht der Herr, geht zu allen Völkern. Macht alle Menschen zu meinen Jüngern. Ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Yeah.
ganze Verantwortung für das, was er bekommen hat. Erst verkündete er ja selbst die Worte und übertrat seine Botschaft. Und nun aber sollen die Apostel das tun. Dazu müssen sie tatsächlich nach vorne richten auf die Menschen, zu denen Jesus sie schickt. Er weiß wohl, dass er ihnen eine schwere und verantwortungsvolle Aufgabe überträgt. Daher verspricht er ihnen: Ich bin bei euch. Und im festen Vertrauen auf diese Zusage werden wir einer großen Aufgabe gerecht. Sie bringen Jesu Botschaft zu den Menschen, viele lassen sich taufen und werden Christen. Die ersten Gemeinden entstehen, dass der Jesu geht und so weiter. Und heute empfangen 22 Kinder aus unserer Gnade das Sakrament der Eucharistie zum ersten Mal. Und am Tag der ersten Heiligen Kommunion ist ein ganz besonderer Tag im Leben eines Christen. Ihr, liebe Kinder, habt sicher gemerkt, dass der heutige Tag ein Fest für die ganze Pfarrgemeinde ist. Es haben sehr viele Menschen zum Gelingen dieses Festes beigetragen. Und es ist das größte Geheimnis unseres Glaubens, dass Gott einen kleinen Stückchen Brot zu uns kommen will und bei uns bleiben will. Ich bin bei euch, sagt er im heutigen Evangelium. Himmelfahrt ist also nicht das Ende von Jesu Wirken, sondern der Anfang des Wirkens der Brüder in seinem Namen. Ich bin bei euch. Das also ist die eigentliche Botschaft dieses Tages. Jesus, der nun bei Vater im Himmel ist, ist vielleicht immer bei uns, damit es uns gelingt, als Christen zu leben und zu wirken und für ihn und sein Reich, das im Himmel seine Verwendung findet, Zeugnis zu geben. Amen. Wir wollen uns auf das große Ereignis vorbereiten und Jesus in der Erneuerung des Taufversprechens sagen, dass wir an ihn glauben und fest auf ihn vertrauen. Bitten, dass die Pate die Taufkerzen an der Osterkerze entzünden und sich dann unserem Kind hinstellen und die Kerze überreichen. Die Kinder gehen jetzt auf. Thank you.
auch an Jesus Christus, deinen eingeborenen Sohn und deinen Herrn, der geboren ist von der Jungfrau Maria, der gebildet hat, gestorben ist und begraben wurde und den Toten auferstanden zu Rechten des Vaters ist. Und glaubt ihr an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, die Gemeinschaft der Heiligen, die Vergebung der Sünden, die Auferstehung der Toten und das ewige Leben? Das ist unser Glaube, der Glaube der Kirche, so ihn bekennen wir uns in Christus Jesus, unserem Herrn. Und immer so den Weg zeigen zu einem
Alleluia, Gott, am Fester Himmelfahrt deines Sohnes bringen wir dir vor Gott, die uns durch diese heilige Tat der Gnade, dass wir uns über das himmlische Reich nehmen und suchen, was Gott ist. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Yeah.
Thank you.
sehen, wie du verehrt bist. Thank you.
Amen.